Wenn Getränke kriegt, dann Corona? Weiß ich nicht. Meine Corona ist vorbei, jetzt gibt's Corona extra. Ich mal was sagen darf, als das Coronavirus rauskam, und die haben das ja Coronavirus benannt, also haben die Deutschen mehr Corona gekauft, weil sie lustig fanden, den Namen. Und die Amis haben es ja nicht mehr gekauft, weil sie Angst hatten vor Corona. Ja, echt? Prognose? Ja, es ist halt so kein deutsches Reinheitsgebot. Also, ich würde sagen Bronze. Ich sag Silber. Gut. Deutsches Reinheitsgebot, sag ich schon mal. Nein, was ist drin? Mais und so? Wasser auf jeden Fall. Gebraut unter Lizenz von Cerveceria Modelo della Mexico. Ja, drin, ja. Wasser, Gerstenmalz, Mais und Hopfen. Naja, Mais ist zu viel. Corona Extra ist mehr als nur ein Bier. Mhm. Es verkörpert den mexikanischen Lebensstil. Weltweit bekannt durch seine hohe Qualität. Typisch goldene Farbe und einzigartigem Geschmack. Genieße es eiskalt, ist es, mit einer Scheibe Limette und hole dir die Sonne Mexikos nach Hause. Aber die Limette brauchen wir jetzt nicht. Gebraut in Belgien. Aha. Na ja, wahrscheinlich zu einigen. Importiert und vertrieben von Anheuser-Busch. Ja gut, Anheuser-Busch, da gibt es halt mehrere. Ja, ist halt so eine Gruppe. Bremen, Germany. Also, gebraut in Belgien. Auspacken oder wegpacken? Ja, auspacken. Drei. Es ist auf jeden Fall definitiv mal komplett was anderes. Ja, drei. Würde ich auch sagen. Am Ende. Reis. Muss jetzt etwa wieder drin gehen? Ja, Mann. Scheiße. Dann kann ich ja wieder Werbung machen. Wird ja langsam zum Running Gag, ey. Für andere YouTube-Kanäle mache ich jetzt mal hier wieder Werbung. Da gibt es den Biersüffler. Ihr könnt euch mal ankicken, wenn ihr mal so ein bisschen andere Bier-Tasting-Videos sehen wollt. Ansonsten gibt es da noch die Jungs vom Biervergleich und die Jungs von Die Bierprobierer. Ja, also ein lustiges Helium-Bier-Video, was ihr euch mal anziehen könnt. 1,58. Das ist ja richtig teuer. Richtig teuer. Ihr habt 0 Punkte, teuer. Ja, definitiv. Augensucht oder Augenflucht? Ja, Augensucht. Okay, musst du jetzt eingießen, du hast da die Ausbildung dazu. Mhm. Die öffnen wir natürlich standardgemäß mit der KKP und nicht mit dem Standard Bauarbeiter. Naja, ich wollte doch mal. Du bist halt so ein Bauarbeiter. Naja, das fängt an zu rosten, wenn ich das nicht ständig benutze. Das funktioniert nicht. Ja. Ach ja, übrigens, das gefällt mir ja schon mal ja nicht. Da müsste ich ja fast den Daumen nehmen. Na, kurz den dicken Finger. Ja, jetzt ist das. Den dicken Finger, das ist ein Ringfinger. Ja, der dicke halt. Das ist der dicke Finger. Das ist der Mittelfinger. Na, wo hast du denn? Welchen hast du jetzt hier noch? Na, den Ringfinger. Naja, ist doch nicht der dicke Finger. Naja, sind alle drei dick halt. Wie, hier ist alle. Ja, ja, sag es ruhig. Ganz abgesehen von. Ja, ja, nee, ist klar. Nee, nee. Die werden hier schlecht zeilen. Du denn? Den Deckel? Ja, hier. Okay. Corona extra Bierdeckel. Okay, müsst ihr mal gleich einen Corona-Tester da hinterherziehen. Ne? Drin stecken geht da drin, wa? Ja. Ja, ich hab da mal einen. Ich hab die Tests da. Vielleicht sieht das ja anders. Ach so, also das Glas oder das Glas. Ja gut. Wir testen's. Ja, musst du schon durchziehen. Die wird so. Nee, kommt doch nicht zu essen. Ähnlich wie vorher. Also, so wie das letzte Bier, was wir getestet haben. Genauso, ja. Kannst du genauso sagen, ja. Wie Norton Hardenberger. Norton Hardenberger, ne? Naja, die sind Fan. Das ist ja schon ein bisschen her. Ja. Das mal, wie ist da Stauniger schon hier? Ja, naja, so ein Blödsinn merke ich mir halt. So eine Kind hat ja 3 Punkte bekommen, übrigens. Wie bitte? Ja. Ach nee, Augensucht oder doch, 3 Punkte. Naja, das sieht ja auch nicht richtig aus. Ja, dann auf jeden Fall 3 Punkte. Hat nochmal. Dreh's.
Plätz. So Gorm Liebe oder Gorm Liebe. Ja, das werden wir sehen. Ja, schon lange nicht mehr getrunken hier, das Corona. Man riecht fast ja nichts. Tja, also ich muss dir was sagen, also ganz ehrlich. Was musst du mir denn sagen? Warum haben wir denn eigentlich nicht diese dildoartige Flasche hier bewertet? Haben wir was auspacken oder? Das kommt noch. Nee, das war kurz nach dem deutschen Rechnungsgeburt. Da haben wir 3 Punkte im Fall gegeben. Naja, weil das halt 3 Punkte verdient hat. Wie sagst du, die Flaschenform, die Aufmachung, das da alles? Nein. Sieht aus wie so ein Mixgetränk halt. Oh, das halt oder was? Ist. Ja, es schmeckt so ein bisschen auch wie den Nörden Hardenberger, nur zitroniger. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, das schmeckt besser wie das Nörden Hardenberger. Ich würde es aber auch nicht viel besser bewerten, sondern würde es eher auf die gleiche Stufe stellen. Es ist halt. Hatten wir Norden Antibios gehabt? Weiß ich nicht. 7? Ja, kann ich mich auch dran erinnern. Weil ich denke, mehr hat es sich verdient und weniger hat es auch nicht verdient. Austrinken oder wegkippen? Austrinken. 2 Punkte, denke ich auch. Special-Punkte? Tja, es schmeckt auf jeden Fall besser wie ein Standardbier. Es ist aber schlechter wie gute Biere. Also das ist ein. Es ist halt so ein Partybier, so ein Feierbier, Corona extra, ja. Wie viele Spezialpunkte hast du verdient? Es ist allerwelts bekannt. Und es ist halt ein Partybier, was du auch überall mitnehmen kannst. Also Corona trinkt irgendwie jeder. Also 2 Punkte, mehr würde ich da auch nicht geben. Nee. Würdest du 3 Punkte geben? Ich bin da überlegen. Ich habe noch nie so eine Pulle gesehen. Treibst du ja. Ich bin am Überlegen. Also ganz ehrlich, ich würde den 3 Punkte geben. Gut. Gut, machen wir so. Der Uwe. Ich glaube nicht, dass der Uwe noch kommt. Ey, ich hoffe, es kommt hier kein Zuschauer, der Uwe heißt und fühlt sich beleidigt, wenn wir ständig sagen Uwe. Na, wie hat sich denn Ulf früher. Weiß ich nicht. Ulf! Naja, wie soll sich der Kevin heutzutage fühlen? Ja, genau. Es gibt schon unterbare Namen, obwohl die nicht schlecht sind, aber. Ne? Ja, schon undankbare Eltern einfach. Ich meine, wenn die lustig finden, bist du am Arsch, ey. So, wo ist denn jetzt du, der Uwe? Was geht, Uwe oder was? Nee, ich merk's nicht. Ich merk's nicht. Also, Uno Punkt. Uno Punkto. Sind 19 Punktos. Oh, ganz, ganz knapp. Silber. Silber gibt es nämlich. Bei 19 Punkte. Bis 23, Tatsache. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechenden Aussehen, jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpels. Das lernst du hier vielleicht mal. Auswendig? Ja, bitte. Sehr schön. Ey, das, wir waren doch, also bis jetzt, also seit den letzten Videos war doch bis jetzt keins schlechter wie Silber. Und wir hatten zwischendurch Bronze, oder? Was, echt? Ja. Hier. 19, Nordtonne. Nee, oh, knapp Silber. Hat jetzt Corona auch gehabt, 19, oder? 19, 24, 22, 19 und jetzt sind das auch nur 19, na sag ich doch. Ja, ja, die müssen andere können einfach. Alter, na, weil ich das eingekauft habe. Ich habe ja auch gerade mitgebracht. Ist richtig. Was gibt es denn überhaupt als nächstes? Also. Also. Ich gucke. Ich gehe nochmal in den Keller und ich bewerbe nochmal fremde Kanäle, die dasselbe. Dasselbe machen wie wir. Wir machen ein bisschen mehr, weil wir testen noch andere Sachen.
Aber die Kanäle, die haben sich doch spezialisiert, Bier zu testen. Das wären unter anderem der Biersüffler, die beiden Jungs vom Biervergleich und die beiden Jungs von die Bierprobierer. Also unbedingt mal reinschauen, ist hier alles verlinkt. Wir trinken und darauf habe ich Bock. Beim nächsten Mal Hasseröder Hell. Ja, da bin ich auch nicht gespannt. Bin ich aufgeregt, ey. Ihr müsst das nächste Video sehen, ey. Ich auch. Also, Alter. Ich schätze ey, mal. Unbedingt, ey, ihr müsst abonnieren, ey, sonst verpasst ihr das nächste Video und unbedingt die Glocke aktivieren. Sonst kriegt ihr keine Nachricht. Ey, und das wollt ihr nicht verpassen, Leute. Abonnieren und dann hier Test kicken. Bis zum nächsten Video. Ihr könnt es natürlich auch gerne teilen. Leuten, ja, und dann, aber die sollen nicht auch abonnieren, ja. Bis zum nächsten Mal. Nicht verpassen. Bis demnächst.